Die Laune von VW-Chef Martin Winterkorn dürfte schon einmal besser gewesen sein. Volkswagen kämpft laut eigenen Aussagen mit einem schwierigen Marktumfeld. Das zeigen auch die Zahlen für das erste Halbjahr. Der operative Gewinn ging um 12% auf 5,8 Milliarden Euro zurück. Der Nettogewinn knickte sogar noch deutlicher ein. Auf Umsatzseite ist die Welt allerdings weiter in Ordnung. Rund 99 Milliarden Euro bedeuten einen Zuwachs von 3,5%. Positiv hat sich im ersten Halbjahr wieder einmal China bemerkbar gemacht. Dank der Kauflust der Chinesen sind die weltweiten Absätze von VW in den ersten 6 Monaten um mehr als 5% gestiegen. Probleme macht es dagegen der rückläufige Markt in Europa. Außerdem nimmt VW momentan viel Geld in die Hand. Die Wolfsburger bauen die Produktion weltweit deutlich aus. Ziel ist es nach wie vor, bis 2018 Weltmarktführer zu werden. Aktuell ist VW hinter Toyota und GM die Nummer 3. Bei den Analysten ist die Stimmung durch die Bank weiter positiv. Die meisten Research-Häuser empfehlen die VW-Aktie zum Kauf. Die Citigroup hat erst in dieser Woche ihr Kursziel von 205 Euro bestätigt. Deutlich mehr Potenzial sieht die Berenberg Bank. Die hat das VW-Papier neu in die Bewertung aufgenommen und einen fairen Wert von 230 Euro im Visier. Angesichts solcher Bewertungen dürfte sich auch bei VW-Chef Winterkorn die Laune wieder verbessern.